Krankenhaus wollten wir bauen. Doppelwand. Dass das natürlich so hoch sein muss. Der muss hier sein, der Pfosten. Aber da ist er mit Garantie. Ah, da könnte man natürlich auch einen Doppelpfosten draufsetzen. So, und dann bauen wir hier unsere Medizinstation erstmal hin und vielleicht nebendran den Kernraum. Erst den Kernraum und dann die Medizinstation. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Wand. Das geht nicht, weil hier die Tür sitzt. Wo habe ich meine Türen? Hier oben habe ich Rolltore. Türen habe ich, glaube ich, keine mehr. Das brauche ich vermutlich auch nicht mehr. 2000 von den Dingern auch nicht. Wenn ich hier eine gepanzerte Tür reinsetze, dann könnte sich das von der Optik ausgehen. Da hätte ich doch noch Türen gehabt. Aber ich wollte eh eine gepanzerte Tür. Das gefällt mir nicht. Weil die nicht auf einer Höhe sitzen. Deutlich besser. Wie man es dreht und wendet. Das ist jetzt ein bisschen langweilig texturiert, weil ich hier überall nur Wärmetauscher habe, aber da das hier Triebwerksschächte sind, ist das völlig ausreichend. Und auch sowohl erklärbar als auch nachvollziehbar, dass das dem so ist. Im Fußboden können wir eine andere Textur gönnen. Da will ich nicht so kleinlich sein. Die Decke wird natürlich belüftet.
Die Sprossen brauchen hier wieder Noppen. Das ist sonst vom Arbeitsschutz her unzureichend. Wir wollen ja nicht, dass unsere NPCs sich hier verletzen. Hier gehört eigentlich eine Tür davor. Au. Wir machen es anders da. Eine Tür kriege ich hier nicht rein. Wahrscheinlich. Ja, Kruzifix. Doch, die kriege ich davor, aber dann geht hier kein Triebwerk mehr rein. Soll mir recht sein. Boden. Nehmen wir den hier. Luftabsaugung. Kabel für die Triebwerke. Sehr schön. Die Luftabsaugung hat es gerade geledert. Die Kabel können wir eigentlich dunkel machen. Das wird einfach mal aus dem Einheitsgrau rauskommen. Das können hier verschiedene Schattierungen sein. Sehr schön, das geht hier weiter. Können wir auch mit Grün. Ach nee, mit Grün. Wie komme ich auf Grün? Mit Blau arbeiten. Das hier zu den Triebwerken geht. Das hier Vorsicht walten zu lassen. Da fehlt ein Stück Stromkabel. Das macht mich dann total wahnsinnig, wenn das Stromkabel plötzlich in der Luft aufhört. So, wir wollten Krankenhaus hier. Also die Außenseite hättest du jetzt nicht tünchen brauchen, Freund. Ach so, weil er hier die Außenseite tünscht. Machen wir da halt einen Streifen rein. Oder gucken wir, wie das Krankenhaus aussehen soll. Gut. Krankenhaus. Fensterscheiben. Besser.
möchte gerne dieses kleine Stückchen hier lackiert kriegen, wo die Tür davor sitzt. Dankeschön. Muss ja nur sagen, was man will, und schon klappt das. So, Symbole, Erste Hilfe. Nee, das ist ja Kacke. Ich kann aber nur weiß malen, gell? Medizinische Versorgung ist ja jetzt nicht ganz unwichtig. So. Wir brauchen natürlich, damit wir das ganze Blut abwischen können, entsprechend einen gefliesten Boden. Muss ja steril sein. Ich weiß, klingt mega makaber, was ich hier so von mir gebe. So, Decke wird spannend. Decke wird spannend. Insofern als, dass wir erstmal überhaupt eine Decke brauchen. So. Ist halt schon ziemlich hoch, ne? Besser. Warum weiß ich nicht, aber ich finde es besser. Perfekt.
So, nochmal Decke. Die machen wir dunkler. So, denn wir brauchen zum einen Abluft. Oder Belüftung oder Klima oder was auch immer wir hier brauchen. Und wir brauchen natürlich schön hell, dass der Onkel Doktor auch was sieht. Und dann könnte man natürlich auch die Decke hier so anpinseln. Fällt mir immer noch nicht. So, gucken wir mal, ob wir denn genug unterkriegen. 1, 2, 3. Wir brauchen Möbel und wir brauchen Medizinstationen und technische Gerätekonsolen brauchen wir nicht. Möbel, technische Gerätschaften, die sind für außen, die brauchen wir nicht. Die Betten brauche ich aber. Wir brauchen ein Waschbecken. Wir brauchen eine Theke. Wir brauchen Medikamentenkühler. Nee, da ist er nicht dabei. Das ist hier. Wir brauchen einen OP-Tisch. Wir brauchen mehr Platz. So, wir brauchen die Erste-Hilfe-Station.
Gott, wo sind die denn jetzt? Heißen die Medizinstation? Tatsächlich heißen sie Medizinstation. So, die Medizinstation, die stellen wir natürlich hier gleich. An Eingang. Nö. Hier nicht anlenken, gell? So, da haben wir dann hier unseren Behandlungsraum, dann machen wir das mal so. Da behandeln wir alles auf einmal. Brauchen wir dann natürlich hier noch einen Ruheraum.
Na, wo ist das L? Dass der Patient hier auch in Ruhe sich erholen kann. T-Colds ist ja schön warm und hygienisch, man kann es abwischen und ich weiß nicht was alles. Schade, dass hier die Textur nicht komplett wieder geht. Palim, Palim. Wir haben unser Holz kaputt gemalt. Eine Klonkammer fehlt uns noch. Und eine Kryokammer. Nee. Das ist mir zu. Das gefällt mir jetzt nicht mit der Kryokammer. Das war bei den Betten dabei, stellte ich. Oder war der hier dabei? Doch, ist er hier. Das ist okay, das ist too much. Noch eine Medizinstation. Respawn. Nee, das ist ein extra Gerät, alles klar. Nee.
So, dann setzen wir da die Belüftung hin, dann sieht man das Miststück auch nicht unbedingt. Und sie ist trotzdem da. Das dreht und wendet. Oh, hehe, ich hatte den Spiegel an. Hier fehlen noch die Glasscheiben. Zu dick. So, im Behandlungsraum sollte möglichst keiner reinschauen können. Ein bisschen Anstand sollte da schon. Nach jetzt Shift. Jetzt Sattler. Da war es L. Und hier sind ein Tacken zu viele Fenster. So, Krankenstation haben wir. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier einfach nur mal einen Cut, damit die Folge nicht zu lange wird. Und verknusbar bleibt. Hier muss ich noch ein bisschen lackieren. Und auf der Seite natürlich reißen wir die Krankenstation wieder raus. Bis gleich.